Den Max kenne ich ja jetzt schon ein bisschen länger. Lotte, dich habe ich, glaube ich, vor einem Jahr kennengelernt und dann hieß es irgendwann mal, Lotte fliegt mit in Urlaub. Weil wir waren zusammen im Urlaub. Max und ich waren zusammen, darf man das sagen? In Thailand? Ja. Kann man erzählen, sagen, oder? Wir waren in Thailand. Ja. Ja, da solltest meine du Mutter mitkommen. Weiß das ja, auch. Ja, wir waren im Jahr davor auch schon in Thailand und dann wollte ich eigentlich noch mal mit, aber irgendwie kam dann was dazwischen. Es war wunderschön. Also ich war mit der kompletten Max Giesinger Band da. Die haben mich da aufgenommen, wirklich. Und das war sehr, sehr nett. Ich habe sogar ein Foto mitgebracht. Hier, guck mal, Max, das war unser Urlaub. Guck mal, das ist, oh, das war so schön. Da sind sie alle. Ich will da wieder hin. Schön. Das geilste Curry. Geistes Curry. Wassermann-Curry, schönen Kokosnuss-Shake hier. Direkt am Meer. Das war das Essen, von dem wir, glaube ich, alle ein bisschen Magen-Auwatsch bekommen haben, ja, oder? Das war das, glaube ich. Hat nochmal gebrannt. Dann haben wir hier, ja. Oh. Ja, weil die Lotte war nicht da zum Eincremen, deswegen habe ich das mal kurzerhand übernommen. Aber man sieht einfach mal die Hauttonunterschiede eines, eines Kanadiers und eines Max Giesingers. Eines Süddeutschen. Aber das war einer der erotischsten Momente im Urlaub, muss ich sagen. Dann haben wir noch hier das... Oh. Ja. Leute! Das ist ein Arsch, das ist schön, oder? Ja. Wir gucken meine Verwandten zu. Ja, das war unser Pool. Da gab es so eine sehr gut platzierte Drüse, die da... Hast ganz schön was verpasst, Lotte. Ja, können wir noch mal so. Ja, das war unser Urlaub. Und wir haben das alles in der WhatsApp-Gruppe beschlossen, wie man so Urlaube beschließt. Hast du dein Handy mit? Ich habe dir gesagt, du sollst dein Handy mitnehmen. Ja, ich würde gerne was mit dir machen, Max. Okay. Wir machen nämlich jetzt auf dem Handy des jeweils anderen eine WhatsApp-Gruppe für den anderen auf. Okay, ich muss mich ein bisschen beraten hier. Ja, ja. So, also. Neuen Internet-Generation. Jetzt bin ich hier gerade das Handy von Max Giesinger. Alter, du hast ja nur Promis hier. Ich bin gerade bei deinen Anruflisten. Mama angerufen, Janina Weinbrenner und über WhatsApp-Audio Eva Tinder. Hey Leute! Scheiße. Boah. Eigentlich muss man das so die Google-Verläufe löschen, ne? Eigentlich muss man das machen, ja. Ich habe dieses Tinder Gold habe ich ja von Tinder geschenkt bekommen, weil ich ja immer gelöscht wurde. Dann hat sich Tinder Germany bei mir gemeldet und mir das umsonst gegeben. Dieses Handy hat Tinder Gold? Ja, klar. Du kannst es quasi in Australien oder Aserbaidschan. Aserbaidschan. Kannst du online gehen und gucken, was da so geht. Das ist der Vorteil. Okay, wir machen jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt hier mal durch deine WhatsApp-Kontakte. Und dann gucken wir mal, wen wir zur Gruppe hinzufügen. Ich nehme mal Caro Dauer von Instagram. Oh ja, mit der habe ich auch schon seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, aber mir antwortet die auch nicht. Ach, schön auch, dass einfach hier Leute mit Städte. Sophie Dresden und Michelle Düsseldorf. Hartmut Engler! Hartmut Engler von Pur! Ja, klar. Komm mit mir ins Abenteuer, Leute! Bayern, Girl Raya, Girl Reeperbahn, 3.49 Uhr, Alter, was ist denn? Was steht da gar nicht? Was ist denn da hier los? Alles Freundschaften. Geil, dass du Fabian Hambüchen als Florian Hambüchen hier drin hast. Den pack ich mal mit rein. Ja, ist halt nur ein Goldmedaillengewinner, Max. Das ist nur der Verschleierungszweck. Das habe ich extra so abgesprochen. Florian Hambüchen. Und Steffi Meyer-Landrut, alle sind sie hier drin. Tänzerin Helene Fischer, finde ich auch mega geil. Marco Reus, Alter. Marco Reus, gerne. Marco Reus. Ja. Du kennst Leute, ey, wow. Ray Garvey? Oh, natürlich. Oh ja. Versteht der, das? Der versteht das halbwegs, ja. Hast du Teddy gesehen? Nee, wo war der? Teddy Tecklebrand. Hier Kim Tinder. Nee. Yes. Doch, hier hast du auch. Ich dachte, du hattest einen Tinder. Hey, das sind auch drei Tinder. Maiken Tinder, Sebastian Tinder. Du? Hi. Ja, müssen wir öfters machen, ne? Soll ich mal einfach anfangen, die WhatsApp-Gruppe zu verfassen? Also, Gruppen betreff. Mein neues Buch. Klingt erstmal authentisch. Hallo, liebe, kultige Promi-Gemeinschaft. Kultig. Ich bin's. Ich benutze das Wort, glaube ich. Euer Max. Das passt. Das passt, oder? Ja, vom Wortlaut, ist mega. Lol. Das würde ich genauso. Willst du LOL noch dazu sagen? LOL. Ist gut, ja. Roffel. Bin unter die Autoren gegangen. Da war so viel in mir drin.
Das musste raus. Ich habe in den letzten 10 Tagen ein Buch geschrieben. Mit dem Titel Einer von 80 Millionen. Oh, nice. Vom Nobody zum Superstar. Ja. Und zurück. Das gefällt mir. Ich brauche von euch coolen Dudes Sätze für meinen Klappentext. Okay. Zitate über mich und mein Buch. Love, der Max. Und raus. Super. So, Ray Gavi schreibt. So, das ist jetzt abgeschickt. Er schreibt wirklich. So, und jetzt könnt ihr mal eine WhatsApp-Gruppe für mich verfassen. Also. Okay, also bei dir war relativ viel los die letzten paar Wochen. Ach was? Das war ein bisschen Trubel so. Und ich denke, dir könnte so eine kleine Social-Media-Pause ganz gut tun. Ne? Ach so, ein bisschen Detox. Digital Detox. Okay, ja. Das ist auch der Digital Detox. Digital Detox ist der Gruppenname. Ich will noch so ein komisches Gift-Emoji dahinter machen. Gift, oh ja, das ist gut. Detox. Bevor ihr es aus der Presse erfahrt, ich brauche eine Auszeit, eine Kreativpause und ein Jahr kein Social Media. Punkt. So, Ray Gavi hat schon geschrieben, seriously, Max? Und Michael Schulte, Erster. Ist alles ein bisschen schwierig gerade. Wenn einer noch was loswerden will, in einer Stunde bin ich offline. Für immer. Nee, für ein Jahr. So, das ist doch gut. Euer XXL-Banana-Look. Immer schön knusprig. Teddy hat die Gruppe verlassen. What? Ciao. Aber innerhalb von Sekunden. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt im Laufe des Abends noch reinkommt. Ich glaube, wir haben beide viel zu gucken gleich. Ich freue mich sehr, dass ihr auf jeden Fall hier wart. Max Giesinger und Lotte. Bis geil. Max. Max Giesinger ist da. Es gibt News in unserer Gruppe. Es gibt News. Wir müssen reden. Dann setzen wir uns mal kurz zusammen. Und thank you so, so much for coming, Natasha. It was an honor. All the best. Natasha Bedingfield. Hi. Great performance. Boah, das ist schön, oder? Schöner. Das ist mega schön. Mit Natasha die geilste Bedingfield. Ballade, die jemals geschrieben wurde. Okay. Ein schönes Lied, tolle Harmonien. So. We have to talk. Was ist los? Also bei mir geht jetzt nicht mega viel, aber es haben sich ein paar gemeldet. Bei mir haben sich auch ein paar gemeldet. Tim Bensko hat eine Sprachnachricht gemacht. Oh, und halt die mal ans Mikrofon. Junge, sag mal, hast du den Verstand verloren? Aber halbwegs. Ich wusste nicht, dass Tim Bensko Bayer ist. Der ist jetzt emigriert. Also Finn Kliman hat mir geschrieben, gut so, gönn dir, wenn du flüchten willst, im Klimansland bist du immer willkommen. Um mal kurz unterzutauchen. Also Finn, vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir, Finn. Das soll schön sein. Ja. Ganz süß, muss ich noch dazu sagen, weil es auch sehr, sehr süß ist. Also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben jeweils WhatsApp-Gruppen für den anderen gemacht. Max Giesinger hat bei mir eine Digital-Detox-Gruppe gegründet, hat mit meinem Handy sämtliche Prominenten in eine Gruppe hinzugefügt und gesagt, dass ich eine kleine Kreativpause mache und jetzt nichts mehr mache und jetzt quasi eine Stunde lang haben diese Promis die Zeit, mir gute Wünsche zu geben. Finn Kliman hat mich aufs Klimansland eingeladen. Joyce Ilk hat geschrieben, liebe Joyce, auch kein WhatsApp mehr, ich schreibe dir einen Brief, Luki. Oh. Und dann, privat, außerhalb der Gruppe, Luki, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, ich bin immer da. Zum Reden, in die Natur fahren, abhängen, whatever, call me, Alter. Oh, das Joyce, ist schön. Ey, Joyce. Wow. Go to the heart. Meine Güte. Straight to the heart. Hast du noch einen? Also bei mir geht es ja um mein neues Buch, was ich geschrieben habe, ne? Wo mir die Leute so ein paar Textzeilen für den Klappentext schicken sollen. Genau. Caro Dauer hat die Gruppe nach 5 Sekunden verlassen. Bühlen schreibt, Max, der Heavy Metaler in mir oder wie es der Engelbürt geschafft hat, mich zu outen.
Wegen Mars Singer. Mars Singer. Mars Singer. Ja, wo Bülent das grandios gemacht hat. Ja. War gut gemacht. Johannes Oerding schreibt, dein Ernst, hast du jetzt endlich mal einen Volkshochschulkurs in Texte schreiben belegt? Oh. Ja. Oh. Ja, ich bräuchte einen guten, wie heißen die Typen, die nochmal drüber lesen? Die Typen, die nochmal drüber lesen? Ja, übers Buch. Ja, die hätte ich beim Fernsehgarten auch gebraucht. Felix Jähn, liebe Grüße an Felix Jähn. Mega Diggi, ich heiz schon mal die Sauna vor. Das finde ich, find ich mega cool. Auch schön, ey. Heller von Sinn. Ja, geile Scheiße. Carsten Köll steht kalt. Wenn du in meiner Straße bist, such einen Festnetzanschluss und ruf kurz an. Dann mache ich meine Klingel auf laut. Yippie, oh, das ist schön. Schön. Lena Meyer-Landrut hat einfach nur ein GIF gepostet. Enjoy Digital Detox. Und dann von Full House. Schön. Ich habe noch eine Nachricht von Tore Schöllermann. Ja. Sitze gerade auf dem Klo, melde mich später. Ja. Ja. Hast du noch einen? Nee. Dann habe ich Fußballnationalspieler und gerade in Paris wohnender Mensch, Julian Draxler. Bist du wegen dem ganzen Shitstorm jetzt günstiger geworden? Jetzt, wo du abtauchen möchtest, mein Bruder hat bald Geburtstag, kannst du da noch mal deine Fernsehgarten-Affenshow aufführen? Bis bald, Julian. Geil. So, ansonsten, Clüso, Erfurt hat kein Internet, aber unterwegs übernehme ich gerne dein Tinder-Profil. Kannst auch meinen Account haben, wenn du willst. Ja, also wir bleiben ja auf jeden Fall an der Sache dran. So, danke an Sprengstoff. Max Giesinger ist bei mir und wir haben zu Beginn der Sendung haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet auf dem Handy des jeweils anderen mit relativ skurrilen Anliegen. Ich habe in deinem Handy eine Gruppe gegründet mit Promis und gesagt, dass ich, also Max Giesinger, ein Buch schreibe mit dem Titel Einer von 80 Millionen. Vom Nobody zum Superstar und zurück. Und ich brauche prominente Menschen für meinen Klappentext. Was hast du so? Ich habe eine neue Nachricht von Ray Garvey. Schreibt folgendes. Max is more comfortable in the middle of the audience than up on the stage. I won from 80 million. He is a storyteller whose craft is brought into the hearts of every German. You want him to succeed because he's one of the good ones and he will succeed because he doesn't know how to stop trying. He's a great musician and a great friend and he's not dead. This is just the story so far. What? Ray, Ray, love you. Das ist das Schönste. Mir hat Ray Gabriel geschrieben. Das ist das Schönste, was ich jemals gelesen habe. Also, ja, Tränen in den Augen habe ich, du. Wow. Ja. Und es schreibt gerade noch jemand. Ey, gehen gerade richtig ab. Nee, Ray schreibt noch mal was anderes. Okay. Also ich habe von Sascha, dem Sänger Sascha, weil du hast ja einen Digital Detox bei mir eingefordert. Du hast Promis gefragt, hier, könnt ihr mir Glückwünsche sagen fürs Digital Detox? Mhm. Und Sascha hat geschrieben, großartig, genieße es. Hamburg hat auch schöne Ecken. Anytime. Hat mich nach Hamburg eingeladen. Das ich wohne auch. Ja, dann komme ich auch einen Abstand. Komme ich nach Hamburg. Ja. Und der Singer-Songwriter Olli Schulz, der hat geschrieben, danke Luke, wenn ich das aus der Presse erfahren hätte, wäre ich auch echt gepisst gewesen. Gehst du dann erstmal auch nicht mehr auf Chatroulette oder was? Ja, ich finde, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, also Chatroulette, da werden wir uns nach wie vor mittwochs um 21 Uhr treffen, lieber Olli Schulz. Mit einer Tüte Erdnussflips werden wir uns da schön bei Chatroulette noch unsere Genitalien zeigen. Also da werde ich dir auf jeden Fall treu bleiben, lieber Olli Schulz. Aber man merkt, wir haben echt Menschen, die uns gut sind. Gute Freunde, das ist wichtig.